Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Founders Fortune, hier bei Heisenberg Zockt. So, trautes Schlafen, sehr schön. So, ich habe mich in der letzten Folge gefragt, wieso gehen die nicht in den oberen Stock? Wenn wir hier mal nochmal schnell klicken, zack, das wäre doch alles okay. Treppe, dann hier rauf und dann ist hier am Boden, sie fallen nicht durch. Wir haben eine Wand gegen den Wind und wir haben sogar ein Fenster noch geplant. Jetzt hat der gute Daniel hat geschrieben, die brauchen eine Tür. Da muss ich sagen, sag mal, echt jetzt? Wozu brauchen die eine Tür? Aber wenn sie eine Tür brauchen, dann können wir ja mal gucken, ob wir eine Tür bauen können. Türen? Jetzt ist die Frage, wohin mit dem Teil? Muss bei einer Wand gebaut werden. Aha, wäre also hier. Gut, dann müssen wir das anders machen. Dann brauchen wir erstmal eine Wand. Machen wir hier zu. Zack, okay. Kriege ich jetzt hier eine Tür hin? Oder, Moment, vielleicht machen wir hier auch noch zu. Habe ich da eine Wand hingemacht? Jawohl. Okay, jetzt nochmal schauen. Tür. Ja, jetzt kriege ich eine Tür hin. Gut, jetzt kommt er auch hoch, guck mal. Aha, zum Schustern kommt er dann hoch. Aber einfach so hoch wollte er nicht ohne Tür. Ist interessant. Naja gut, wir lassen ihn mal klöppeln. Sind die anderen auch schon wieder wach? Weil jetzt kommt dann langsam der Winter. Und ich prophezeie uns schon mal, dass wir dann ein Problem haben werden. Ja. Ramona ist jetzt Level 2 Förster, sehr gut. Können wir zumachen, das mit dem Stoff, das ist eigentlich irgendwie in Arbeit, aber irgendwie auch nicht. Kühe zähmen sollten wir noch. Ach, wir haben einiges zu tun. Wo möchtest du denn hin, Thilo? Ja, der geht wieder hier treten. Wir müssten dem Thilo mal sagen, Produktion festlegen. Wir bräuchten hier mal eine Pike. Holzpike, Holzschwert. Ja, so ein Teil bräuchten wir mal. Erhält 50%, okay, mehr Ressourcen. Oh, ja, jetzt hat es gerade gerechnet. Produziere eine Holzpike, sehr gut. Dann mach das mal. Wo ist Thilo? Ich muss den nochmal kurz anwählen. Hier unten. Der möchte sowieso nicht. Man sieht's doch. So, Werkzeug herstellen. Jawohl, sehr gut. Jetzt müssen die das Werkzeug auch noch in Besitz nehmen. Kann das sein? Ich glaube ja. Wie sehe ich, was drin ist? Werkzeughalter von Ramona. Da sieht man, wem es gehört, das Dingens. Okay, auswählen. Ich mach mal auswählen. Aha. Da haben wir ja eine Holzpike. Wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick mache, nee, das geht nicht. Wahrscheinlich müsst ihr den rausnehmen und dort rein tun, wo wir es brauchen. Aber ich denke, es ist einfacher, der Kollege Thilo, der macht jetzt hier mal eine eigene Holzpike. Und hier bei den Äpfeln stand, das müsste wohl ein Förster machen. Jetzt haben wir aber mit Ramona. Da, sie ist doch Förster. Ich guck mal. Nee, geht auch nicht, Pflanzen. Geht auch nicht. Naja, gut, wo ist der andere Mann? Der Xaver, der fehlt noch. Schläft er noch? Nein, ach, ich glaube, der ist ja oben beschäftigt. Ja, jetzt kommt er wahrscheinlich nicht mehr runter. Sehe ich das richtig? Du hast eine Tür. Geh mal hier hin. Der kommt nicht mehr runter, das gibt's doch nicht. Timo hat seinen Arm verletzt. Ja, jetzt aber voll Action hier. Timo, pass mal ein bisschen auf dich. Ramona hat auch hier ein Problemchen. Was wollt ihr? Oh, der Schnee kommt. Oh lala, okay. Das wird die Kühe auch nicht so freuen. Mich freut, weil ich mag Schnee in Spielen. Das sage ich immer wieder. Cool, aber ist natürlich schlecht hier. Wie sieht's denn aus mit der Nahrung? 31, okay. Nahrung kochen, das müsste eigentlich ein Bauer machen. Aber jetzt den Bauern kriegen wir hier nicht mehr runter. Der ist im oberen Stockwerk gefangen. Gehen wir mal rauf. Ja, machen wir halt noch eine Tür. Also wenn wir Türen machen, müsste er doch irgendwie rauskommen. Zack. Mach mal. Ja, Tür aufbauen. Zack. Okay, dann haben wir dort halt zwei Türen. Das ist ja auch egal. Hier haben wir noch ein Loch. Das würde ich dann vielleicht je nachdem noch schließen. Das können wir ja gleich mal machen. Boden. Ach, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, jetzt hätte er das fertiggestellt. Wie kriege ich hier den Boden rein? Nochmal kurz anwählen. Jetzt. Gut. Er baut im Prinzip den Rest noch auf. Aber eben, es wäre halt schön, wenn er dann tatsächlich auch wieder in den unteren Stock kommt. Wir haben eine Tür. Aber jetzt kommt man doch hier nicht mehr durch. Nee, das hätte er eigentlich gar nicht machen sollen. Ja, ja, jetzt kommt es natürlich erst recht nicht mehr runter. Das sehe ich tatsächlich ein. Wie kriege ich das wieder weg? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Irgendwie habe ich es dann rausgefunden. Boden. Das hier wegnehmen. Delete. Nee. Wie habe ich das denn beim letzten Mal weggenommen? Rechtsklick geht auch nicht. Kann ich dir sagen, du sollst das abbauen? Dieses Stück Boden? Nee, das geht auch nicht.
Oh, ich hab's doch eigentlich gehabt, wie das geht. Einfacher Fußweg. Nein, nein, nein. Ach hier, genau, Mülleimer. So, mach das wieder weg. Sehr gut. Jetzt müsste doch eigentlich dann wieder runterkommen. Oh, dem gefällt's aber gar nicht. Der ist niedergeschlagen. Kann ich dir was Gutes tun, mein guter Xaver? Vielleicht mal was anderes zwischendurch machen? Der kommt nicht mehr runter. Wir haben doch hier eine Tür. Und hier habe ich doch eigentlich auch eine Tür gemacht. Muss ich da nochmal eine Tür hinstellen? Oder das wegnehmen? Wo ist denn die Treppe? Ist sie überhaupt noch vorhanden? Fragen über Fragen. Die Treppe fehlt. Aber ich habe doch die Treppe nicht weggemacht. Hat der die Treppe weggemacht? Moment, das Ding müssen wir drehen. Oh, jetzt ist aber die Frage, wohin genau? Ich würde sagen, hierhin. Ich glaube, hier war es richtig. Machen wir mal. Mach du das gleich mal. Bau mal auf, damit der Herr Xaver hier wieder runterkommt. Ich meine, im Moment hat er genug zu tun, aber ich glaube, er müsste dann auch zwischendurch mal wieder was essen. Ja, die Treppe wäre okay. Ich mach mal nochmal schnell, Boden. Ne, das war eine Wand. Moment, da muss die Wand nochmal weg. Das ist aber auch eine Übung hier, bis man die in den oberen Stock kriegt. Und bei Xaver hat es ja geklappt, der ist ja hier raufgekommen, ohne Tür eigentlich. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich meine, die Treppe geht hier rauf, hier ist ihre Tür, die sie wollten. Mal gucken, ob das nicht klappt, aber vielleicht traut er sich auch ganz einfach nicht mehr runter. Er ist hungrig. Der verhungert uns hier oben noch. Jetzt klappt's. Ah, guck mal, jetzt klappt's aber. Jetzt geht er tatsächlich runter. Da ist er halt nicht über die Wand gekommen. Über die Wand rüber. Aber ist ja im Prinzip, ich habe doch eine Tür hingemacht. Naja, gut. Wie auch immer. Kannst du, Ramona, bitte mal irgendwie eine Axt nehmen? Welches ist Ramonas Schrank? Werkzeughalter von Ramona. Hier müsste doch irgendwie eine Axt drin sein. Nee, nicht Besitz aufgeben. Da, die Axt auswählen, okay. Ach, und jetzt kommt sie und holt sie die. Ich hoffe es mal. Dann würde ich sagen, er hier, das ist der Thilo. Ja, jetzt hat sie die Axt, okay. Ne, das ist der Xaver, hier ist der Thilo. Werkzeug auswählen, diese Holzpike. Ach, okay. Jetzt hat ein Kolonist noch eine allergische Reaktion. Worauf denn? Auf Treppen oder auf Türen? Aber fleißig, ja, jetzt geht's jetzt. Oh, endlich wird das Holz mit einer Axt gehackt. Ja, so wie es in den Büchern steht. Man hacke das Holz mit einer Axt und man schlage. Jetzt tritt der da wieder dagegen. Nein, mach mal hier Dingens. Da abbauen. Genau. Heilung! Ja, ein erfahrener Arzt kann fortgehen. Ja, wir haben keinen Arzt. Genug Schlaf. Okay, wir brauchen also Schlaf, wenn sie krank werden. Alchemie, Wunden. Okay, aber Kräuter haben wir doch, glaube ich, auch. Schrank für Heiltränke. Okay, da gucken wir mal schnell. Das wäre dann bei Leben wahrscheinlich. Irgendwo hatten wir doch so einen Schrank. Oder war das bei Lager? Ne, bei Lager war das. So ein Teil. Und ich würde das jetzt halt ganz gerne... Im Prinzip können wir es zwischen die Betten stellen. Oder hier in die Ecke. Ja, machen wir mal. Kannst du mal aufhören zu klöppeln? Was macht die denn hier? Immer noch Holz? Ich würde gerne haben, dass er das hier aufbaut. Ich weiß nicht, bedienen sich die dann selber? Fühlen die das selber? Das sind wieder Fragen. Nahrung ist okay. Ich gucke mal schnell nach unserem Bäumchen. Ja, hätte mich gewundert, wenn da was passiert. Oder brauchen wir für die Äpfel vielleicht tatsächlich sogar einen Bauern? Ich meine, im Moment können wir nichts machen. Also wenn hier natürlich jetzt Winter ist, in voller Pracht, dann müssen wir halt sowieso warten. Kleider haben sie halt auch nicht in dem Sinn, also wirklich warm. Aber ich weiß nicht, ob man die braucht. Wir hätten eigentlich den Webstuhl. Wo ist eigentlich Kollege Webstuhl hingekommen? Ist das... Jetzt steht hier ein Blumentopf. Was ist das denn? Ich habe doch hier einen Webstuhl mal noch gehabt. Das war nicht im oberen Stock. Was ist das hier? Das Hängeregal für Kräuter, das steht auch schon. Also das müsste eigentlich klappen, dass die hier raufgehen. Immerhin das haben wir jetzt gelöst. Der Xaver ist unglücklich. Schmerz minus 15. Er hat einen Wunsch nach einem Lagerplatz für Waffen. Holala, okay. Level 3 Bauer erreicht. Ja, das geht im Winter nicht. Werde zum Förster möchte ich nicht. Ja, bleib mal drin, solange hier so ein Schneesturm tobt. Wobei, Schneesturm ist übertrieben. Aber nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die unbedingt rausschicken müssen. Nicht bei so einem Wetterchen.
Gut, gehen wir hier mal da runter bei der Ansicht. Aha, es herrscht wieder fröhliches Schlafen, aber der ist tatsächlich hier nicht sehr fröhlich. Ein Lagerplatz für Waffen. Gut, dann machen wir halt einen Lagerplatz für Waffen. Nicht, dass wir das brauchen würden, aber wenn der Herr das möchte, kriegt er ein Waffendingens. Bierfasslager, nein. Schriftrollen, jetzt geht das Gesuche wieder los. Da haben wir Holz, Stein, Kristalle, Textil, Kräuter, Schrank, Bierfasslager, ist das ein rohes. Ist hier irgendwo ein Waffending? Regal für Schriftrollen. Da ist ein Waffenhalter. Okay, ich würde sagen, den stellen wir aber in den oberen Stock. Hüb. Ach, wir haben keinen Stein. Das ist natürlich schade. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir wieder an Steine kommen. Können die im Winter Steine klopfen? Ich hoff's mal. Guck mal, der schläft mit seiner Pike in der Hand. Die mit der Axt. Sehr gut. Dann geh doch du mal Steine klopfen. Wo haben wir denn Steine? Das hier oben wären Steine. Nein, das ist Eisenerz. Das ist Kristall. Hier hätten wir Stein. Geh mal Stein abbauen, damit wir da zu deinem Wunsch kommen können. Ja, das macht er auch. Sie geht wieder Holz hacken. Ja, und das macht sie bestens, nämlich mit der Axt. Und er macht noch gar nichts, der Thilo. Der schläft noch ein bisschen. Gut, schlaf mal noch ein bisschen. Jetzt sind sie wieder alle auf grün. Das würde für mich heißen, jetzt müssen eigentlich dann auch mal neue Siedler reinkommen. Das stand nämlich auch in den Kommentaren. Solange nicht irgendwie alle auf grün sind, passiert hier gar nichts. Da bleiben sie einsam. Und das ist eigentlich schade. Die hätten ja auch gerne wahrscheinlich mal wieder noch ein paar neue Gesichter hier. Gut, ich würde sagen, das läuft. Machen wir hier mal den. 10 Stoffe sammeln. Ja, im Winter wahrscheinlich auch nicht so ideal. Wie lange dauert der Winter noch? Man sieht's. Ja, wir haben gerade mal vielleicht ein Fünftel oder so des Winters hinter uns. Stein abbauen. Ja, das ist das, was er macht. Das sind die Befehle sozusagen. Wo haben wir die Steine? 8, jetzt haben wir 10. Das heißt, jetzt könnt ihr hier wieder aufhören. Und eigentlich was anderes machen. Da wird er selber gucken, was er macht. Und irgendjemand sollte da mal noch forschen. Ist nicht unsere Ramona Gelehrte? Nein, wen haben wir denn zum Gelehrten gemacht? Den Thilo? Yep. Gelehrter. Ja, hier 2 Sterne. Okay, ich glaube, der Thilo war's, weil Kristalle yep. Haben wir. Dann würde ich sagen, wir müssten mal wieder Kristalle analysieren, damit wir hier oben weiterkommen. Er huscht zurück. Das macht er immer noch mit seiner Pike in der Hand. Ich meine, ich könnte ihm jetzt sagen, er soll sie in den Waffenschrank legen, aber ich würde sagen, wenn die das nicht stört, dass sie da was in der Hand haben, dann sollen sie das lassen. Dass sie die Sachen wieder zurücktun, dann sind sie nämlich immer richtig ausgerüstet. Jetzt Essen kochen. Produktion haben wir festgelegt. Wer kocht jetzt gleich nochmal? Da müssen wir da jemanden zum Koch machen oder müsste das der Landwirt machen? Der Landwirt wäre... Moment... Ja, der Xaver. Ich kann ja mal gucken. Ne, der kann auch nicht kochen. Irgendjemand müsste hier kochen lernen. Schon wieder eine allergische Reaktion. Nahrungsvorräte gehen zu Ende. Das Problem, das kennen wir. Ja, ich stelle mal wieder ein bisschen auf langsamer. Wo haben wir denn noch eine Möglichkeit, Nahrung zu kriegen? Oder wo? Weil eben die Bäume, das ist klar, im Winter, da gibt es keine Äpfel. Was anderes haben wir aber nicht. Wir könnten höchstens vielleicht irgendwie eine Kuh mal... Sagen wir mal testweise, es bricht mir zwar das Herz, aber irgendwie... Ja, halt allen Ernstes mal eine Kuh erschlagen. Das gäbe Fleisch. Also ich gehe zumindest mal stark davon aus. Alles okay, Xaver? Ja, der ruht sich nur aus. Mein Gott, nun erschreckt mich doch nicht so. Ich versuch's mal. Machst du das für uns? Du bist ja eh der Landwirt und du hast eine Pike. Oh, jetzt aber alle, die schwache Nerven haben, vielleicht eher weggucken. Jetzt wird die arme Kuh erschlagen. Also ich weiß zwar nicht, ob er es hinkriegt. Vielleicht wird auch Xaver verletzt dabei. Ja, sie wehrt sich ein bisschen. Da kommt die Kollegenkuh, das ist schlecht. Das ist ja schon... Oh ja, seht ihr, die hilft. Die hilft dem Xaver. Ist er schon verletzt? Ja, da. Okay, Xaver, lass ab. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, jetzt mögen sie uns natürlich nicht mehr. Hier hingehen. Xaver, komm. Komm, komm, Xaver. Xaver kommt nicht mehr. Zack. Geh hier nachher hinten hin. Jetzt haben wir aber tatsächlich Krach mit allen Kühen. Das gibt's ja nicht. Wir haben doch nur eine irgendwie angegriffen. Aha. Wunden verbinden. Mach mal.
Da sind aber welche schon im Eimer. Jetzt haben wir drei, haben wir. Okay, gut. Geht mal ins Haus rein oder guck mal. Erschlagen? Die ist doch schon erschlagen. Kann die noch mehr erschlagen? Oh, jetzt hat es ihn umgehauen. Xaver ist in Ohnmacht gefallen. Ich glaube, das war zu viel Aufregung für den armen Xaver. Kriege ich den geweckt? Leute, Xaver, Schneemann bauen, jubeln. Weißt du was? Bau mal einen Schneemann. Aber wie kriegen wir den denn jetzt wieder in Gang? Die sind ja alle in Ohnmacht gefallen. Kann das sein? Ich glaube, die müssen nur noch ganz... Du musst halt auch kurz aufstehen. Tut mir leid. Mal gucken. Also irgendwie müsste man die noch ganz wegkriegen, während sie hier einen Schneemann baut. Aha. Ja, er sämmelt damit seinem Dingens voll einfach auf die Kuh rauf. Jetzt. Kannst du sie jetzt irgendwie schlachten? Mach mal. Weil wir machen das ja alles für einen guten Zweck. Also wir haben keine Nahrung mehr, oder fast keine mehr. Das kann er dann wieder. Aber hier Essen kochen, das kann kaum einer. Na Ramona, hast du dein... hast du dein Weihnachtsmann, hätte ich fast gesagt, dein Schneemann fertig? Jo. Passt. Hier liegen alle völlig ausgenockt rum. Yep. Ja, kann natürlich nicht. Ist klar. Haben wir jetzt Fleisch? Wo tust du das hin? Er geht da wieder hin. Okay, Apfeltorte, Kürbis, rohes Fleisch, 20. Doch, doch, das haben wir. Aber das müssen wir doch eigentlich kochen. Ja. Essen kochen. Ah, das kann nur der Bauer. Der Bauer liegt gerade flach in der Gegend rum. Wie kriege ich den denn wieder in Gang? Heftiger Schmerz, minus 20. Da müsste doch irgendwann wieder aufwachen. Und wir müssten natürlich jetzt hier... Nein! Nein! Geh weg! Nicht die anderen Kühe angreifen. Wir haben eigentlich genug Kühe. Kann auch kein Essen kochen. Aber er schlagt doch die mal noch, weil die wacht sonst wieder auf. Nein, wo gehst du hin? Nicht gegen die kämpfen. Die hier erschlagen. Diese Kuh hier. Ja. Nein, doch nicht. Sie möchte die nicht erschlagen. Sie möchte lieber die Schlafende hier noch ein bisschen ärgern. Wir gehen mal... Was machen wir? Wir gehen mal ins Haus rein. Das ist viel zu gefährlich hier draußen. Jetzt fängt der Thilo an. Erschlagen. Heiltrank. Wir gucken mal, ob wir einen Heiltrank für ihn haben. Oh, werden wir hier von den Kühen angegriffen werden. Da fällt gleich der Nächste in Ohnmacht. So, geh rein. Ich glaube, die Kuh kommt aber eben auch rein, wenn wir Pech haben. Das hat hier nicht gereicht. Jetzt steht er wieder. Nicht gleich wieder Kühe angreifen. Geh mal hier rein. So. Ja, weil ihr seid todunglücklich. Jetzt haben wir das Vieh im Haus drin. Das gibt's doch nicht. Aber zu dritt kriegen wir das Ding klein. Also sorry, aber das ist halt Hausfriedensbruch. Also so weit kommt's noch. Ja, und jetzt wirst du gleich mal zack, sorry, erschlagen. Weil dann haben wir noch mal ein bisschen was zu futtern. Wir haben kein Holz mehr. Ja, das kommt dann als Nächstes. So, schlachten. Sehr gut. Und der Xaver könnte eigentlich mal eins höher... Ach nee, den Waffenschrank konnte ich ja noch nicht bauen, weil wir kein Holz mehr hatten. Sehe ich das richtig? Nee, Steine hatten wir nicht. Müssen wir jetzt haben. Kann ich bitte den Xaver nochmal kurz haben? Das war Lager, glaube ich. Wo ist der Waffenschrank? Da, oder Waffenhalter. So rum, oder wie muss der rum? Nee, nee, das war schon richtig. Zack, Xaver, bau das Ding bitte mal auf. So, weil du möchtest das. Dann müssen eigentlich seine Wünsche schon mal, man sieht ja hier, wieder in Erfüllung gehen. Dann ist er auch da besser drauf. Er baut sehr gut. Und man sieht, das klappt jetzt auch mit dem Hochkommen. Kann man hier noch was machen? Nein. Bei dem Teil können wir nichts machen. Gut, Nahrung. Boah, guck mal, jetzt haben wir tatsächlich nur noch das rohe Fleisch von den Kühen. Also das war nicht so falsch. Hier haben wir nochmal zwei. Was ist denn hier kaputt? Mein Haus ist im Eimer. Hallo? Wir hätten das hier zerstört, das gibt's doch nicht. Bist du noch am Schlachten? Ne, wir schlachten nochmal. Ja. Schlachte mal hier noch, damit wir das alles sammeln. Weil so ein Nahrungsding haben wir ja hier. Ja, ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen martialisch das Ganze. Aber wie gesagt, also wir haben die ja nur geopfert, damit wir was zu essen haben. Und zwei, drei haben wir noch. Die können wir vielleicht dann doch noch irgendwann zähmen. Mal gucken, ob sie uns dann noch Milch geben oder ob sie nachtragend sind. Vor allem ihre Brüderchen hier.
gegessen haben. Mhm. Ja, gehen wir wieder. Haben wir Holz? Haben wir. Wir wären eigentlich eher zu haben für Steine. Yep. Klopfen dann nochmal. Das mit dem Kochen funktioniert halt einfach gar nicht. Er ist ja Bauer, er ist Landwirt. Trotzdem macht das nicht. Da, Bauer. Zwei Sterne Bauer. Felder bewirtschaften, Essen kochen, steht doch hier. Was fehlt uns denn? Nochmal. Xaver? Geht nicht. Feuer genießen, Produktion festlegen. Haben wir eigentlich gemacht. Bratapfel. Gut, wir haben natürlich keine Äpfel im Moment. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas anderes machen können. Rohes Fleisch. Ja, machen wir das. So, jetzt den Xaver nochmal schnappen. Und geht immer noch nicht. Fähigkeit fehlt, kochen am Lagerfeuer. Müssen wir wohl erforschen. Okay, dann müssen wir das halt erst erforschen. Schade. Der Winter, ja, zur Hälfte ist halt warum? Da liegt ja nochmal eine Kuh rum. Grassiert hier eine Krankheit? Oh, die kämpfen natürlich immer noch. Nein, nicht kämpfen mit der Kuh, geh weg. Ja, irgendwie das ist interessant. Wenn man eine Kuh angreift, dann hat man mit allen Kühen Krach. Weil die kommt jetzt wieder, die greift jetzt wieder unser Haus an. Und so wie es aussieht, hat die tatsächlich auch unser Haus hier beschädigt, allen Ernstes. Wände. Mach hier mal wieder zu. Dankeschön. Xaver. Ja. Bau mal. So. Sonst noch irgendwo ein Loch in der Wand? Nee. Das war mit Sicherheit die Kuh. Wer soll sonst hier die Wand kaputt gemacht haben? Das kann eigentlich nur die Kuh gewesen sein. Naja, gut. Ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Mir macht das Spiel immer noch Spaß. Und ich habe jetzt gerade Spaß wirklich dran, dass wir es geschafft haben. Dass sie auch den oberen Stock mit benutzen. Danke für den Tipp nochmal. Mit der Tür. Ist zwar nicht logisch, aber es funktioniert. Und das ist ja das Wichtige. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich mal. Tschüss.